Ja, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3. Hier wird schon wieder ein Armer ausgepeitscht. Tut mir richtig leid, der Kerl. Wir haben unsere Mission erfüllt, unsere Belohnung erhalten. Ich guck mal eben auf die Minikarte. Auf die Weltkarte. Genau. Und ja, gucken halt, wir kümmern uns heute mal um ein paar kleine Nebensachen, um ein bisschen Kräfte zu sammeln und unsere Magie etwas zu erweitern. Halte ich für sehr passend. Für sehr passend und sinnvoll. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir denn nach oben kommen. Hier anscheinend nicht. Schade, schade. Aber hier, so halbwegs. Ich hoffe, wir werden jetzt hier unterwegs nicht abgeschlachtet. Das sieht mir hier schon wieder ziemlich riskant aus. Sag ich doch. So, dann komm mal her hier. In der letzten Folge, da hatten wir ja... Verdammt! So, können wir hier looten? Komm schon. Die haben doch auch sonst immer was dabei. Oder hier nicht, oder was? Wir müssen hier echt vorsichtig sein. Und schlachten die hier mal ab. So, was hast du für mich? Anscheinend gar nichts. Aber hier ist bestimmt was drin. Ne, nee, auch nicht. So, dann geben wir ein bisschen Gas, dass wir auch da hinten hinkommen. Hoffe ich doch. Da haben wir schon ein paar abgeschlachtet. Wir rufen erstmal Plötze. Plötze, komm her hier. Da ist er auch schon, unser guter Gefährte. Lass uns hier mal aufsatteln. Lauf, Plötze. Und ab hinten hin zum Fragezeichen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. So ist gut. Ein Ort der Macht. Ja, gut zu wissen. Langsamer. Na gut, dann steigen wir mal ab. So, komm. Und dann ziehen wir uns die Macht da mal raus. Gucken wir mal, wo das war. Wir gehen mal kurz auf die Karte. Individuelle Markierung. Verfügbare Quest. Ah ne, das will ich auch nicht. Ich will jetzt zur Markierung hin. Ich wurde getäuscht, Freunde. Leider Gottes.
Weiter so, Plätze. So, Plätze, dann gibt man ein bisschen Kette hier, dass wir auch etwas vorankommen. Schon tun die Gelenke weh. Muss ich den Rest zu Fuß machen? Plötze steckt da fest. Warum auch immer. So, dann einmal hier links rum. So ist das. Hallo, das ist auch nicht meine Markierung hier. Hier geht's nur in der Quest weiter. Hier können wir was einsammeln, das looten, das machen wir auch gleich mal. So. Haben wir wieder ein bisschen was. So, schwimm. Geralt gibt Kelle. Wir haben doch keine Zeit hier. Ich hoffe, wir sind gleich da. Oh, wie weit ist denn diese Markierung noch entfernt? Sag mal. Oh, ein Scheiterhaufen. Habt ihr das gesehen? Da werden immer Hexen drauf verbrannt. Auch schon übel. Die verkriechen sich oder haben Schiss. Nein! Oh Mann! Miese Wichsbacken. Und warum, Alter? Weil die sich immer verkriechen. Wollte ich die angreifen mit Feuer? Und dann verkriechen die sich, ey. Kann ich auch nicht ab. Mann, ey. Toll, jetzt bin ich hier schon wieder. Gucke ich nochmal neu auf die Karte. Nilfgaardische Garnison. So, Schnellreisen nach, ja. Von hier aus ist keine Schnellreise möglich, du musst... So, wo war der jetzt der Wegpunkt? Na gut, muss ich da ganz nach hinten hin. Anscheinend hier hin. Hier ist eine schöne Truhe. Hui! Oh Mann, ey. Ey Mann! Was soll der Rotz? Zweite Fail schon. Ja, super. Und nun? So eine Affen, ey.
Im Ernst mal. Ja, halt die Fresse. Hab ich gar nichts getan, Mann. Hab euch nur ein bisschen ausgeraubt. So, dann habe ich jetzt erstmal eine Markierung gesetzt. Aber ihr seht echt, wir sind momentan noch echt viel zu schwach. Aus dem Weg! Vor allen Dingen, die Soldaten haben uns niedergemetzelt, als wäre es ein Kinderspiel für die gewesen. Schnellreisen, wohin? Genau. Oh, so, jetzt haben wir es wenigstens. Genau, wo war das jetzt? Ich setze nochmal einen Wegpunkt. Genau, hier war das. So. Dann mal schnell hin da, verlassene Städte. Und Ghule. Ghule Nummer 1 erledigt. Nummer 2. Nummer 3. So, geschafft. Sehr schön. Kann ich denn jetzt noch weiter looten hier? Nö, natürlich nicht. Was auch sonst. Haben die hier was für mich? Uns das Böse verschont. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan. Alter, die Fliegen können einen auch angreifen. Heftig. So, dann gehen wir noch mal hier in das Haus rein und dann denke ich, dann war es das auch schon für diesen Part. Brauchen unbedingt neuere, stärkere Ausrüstung. Aber wir haben zumindest schon mal Silberbarren und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. Becher. Hier noch wo was? Ach, hier die Säcke. So. Prima, prima. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Dann gucken wir noch mal weiter. Ist hier noch irgendwo eine Hütte? Oder war es da schon so weit? Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht. Hier. Eine Flasche haben wir hier bekommen. Mögen die Götter dein Berg sehen. So. Ja, gut. Wollen wir dann jetzt zum nächsten Ort? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Kräuterkudler. Ja gut, pass auf Freunde, dann machen wir noch eine Schnellreise zur nächsten Hauptmission und die machen wir dann im nächsten Part dann weiter. Würde ich mal so sagen. So, genau.
So eine Schnellreise hier, so konnten wir wenigstens noch ein paar Gegner töten, ein bisschen Erfahrung erhalten, ein paar Leuten helfen. So, ja. Hier an der Stelle, so Spiel speichern. Speichere ich dann erstmal ab. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim